Auswechslung an. Weiter geht's. Wir gehen direkt in die zweite Hälfte hier im portugiesischen Pokalfinale. Wer setzt sich hier am Ende durch? Wer holt sich den Taça de Portugal? Wir werden es erfahren. Jetzt vielleicht. Er hält ihn nicht. Er kam dran, aber der Ball ist im Netz. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Und wir dürfen uns dieses Kopfballtor noch mal in der Wiederholung ansehen. Schön hereingegeben, klasse verwertet. Das ist hier die Erfolgsformel. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und den spielt er gleich wieder zurück. Das müsste es sein. Da fängt er die Flanke ab. Und jetzt der Schuss. Das war dann doch deutlich drüber. Und jetzt können wir uns diese Szene nochmal anschauen. Und da setzt er sich gut im Strafraum durch und per Kopf in die Tormitte. Eine tolle Aktion. Savio jetzt. Jetzt gibt's hier Mitrolo. Er nimmt ihn volles Risiko. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Das gibt einen Eckball. Er köpft ihn. Timing passt nicht. Kein Druck hinter diesem Kopfball. Ja, und so kann er die Kugel nicht richtig platzieren und das Ding geht daneben. Entscheidet auf Freistoß. Martins. Mitrolo, super gemacht vom Torwart. Schussversuch. Und da haben wir es, das Tor. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Klasse Aktion. Er ist da hellwach, holt sich den Ball und macht ihn dann doch noch rein. Für die Keeper natürlich bitter. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das 2:0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Martins. Jonas. Jetzt haben sie den Ball verloren. Da kommt der Schuss. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt.
Also, anhand der Gesänge kann man wohl davon ausgehen, dass die Fans heute sehr zufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Kein Zweifel, der Sieg ist fest eingeplant. Die Mannschaft zeigt sich sehr engagiert und die Anhänger wissen das zu würdigen. Gute Ballführung. Jonas, ein fantastischer Treffer. Trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Und Jonas. Und bei der nächsten Unterbrechung kommt der Wechsel. Der neue Mann steht schon bereit. Rückpass zum Torwart. Das gibt Freistoß. Und damit ist das Spiel für ihn vorbei. Er wird ausgewechselt. Man muss es leider so hart sagen, es wurde Zeit. Ne? Ja, aber manchmal läuft es einfach nicht. So ein Spiel ist natürlich Gift für das Selbstvertrauen. Aber für den Spieler heißt es jetzt nach vorne schauen und beim nächsten Mal. Jonas. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Tolle Flanke. Er versucht's. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Haben wir noch auf der Uhr, aber der Sieger steht ja eh schon fest im Grunde. So, gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung an der Seitenlinie. Faiser mit Rolu. Jetzt ist er durch. Er schießt. Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch, das haben wir schon häufiger gesehen. Jetzt wird er hier erlöst, Kuschi. Er darf runter. Leider keine so gute Leistung heute. Folgerichtig die Auswechslung. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. Gute Grätsche, er hat den Ball. Pizzi. Mit Rolu. Gaetan. Faiser. Jonas. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Und
wurde der Traum vom portugiesischen Pokal wahr. Der Taça de Portugal gehört Ihnen. Das ist natürlich ein ganz großer Tag für den Verein. Aber die Mannschaft hat hier auch wirklich einen engagierten Auftritt gezeigt und damit den Sieg im Finale erzwungen. Der Jubel ist natürlich groß bei den Spielern, bei den Verantwortlichen, bei den Fans. Sie haben es wirklich geschafft. Das sind schon tolle Szenen, die wir da auf dem Rasen erleben dürfen. Freude pur Wolf. Ja, und was sie da geschafft haben, das wird ihnen wohl erst in den kommenden Tagen so richtig bewusst. Auf jeden Fall ein würdiger Sieger in diesem Endspiel. Absolut verdient für diese Mannschaft. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Die Flagge kommt gut rein. Pizzi. Super gemacht vom Torwart. Eckball. Jetzt vielleicht. Er hält ihn nicht. Er kam dran, aber der Ball ist im Netz. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Mitrolo. Er nimmt ihn volles Risiko. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Mitrolo, super gemacht vom Torwart. Schussversuch. Und da haben wir es, das Tor. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine. Jonas, ein fantastischer Treffer.